Die Zahl der Asylanträge in Österreich ist in den ersten Monaten dieses Jahres um 18% gesunken, in Deutschland hingegen um 80% gestiegen. An den Grenzen zu Ungarn und Slowenien führte die Alpenrepublik Grenzkontrollen durch. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf Schlepperfahrzeuge gelegt. Besonders effektiv: österreichische Bundespolizisten können illegale Migranten zum Beispiel mit abgelehnten Anträgen direkt zurückweisen. Durch Abkommen sind österreichische Polizisten auch in Serbien, Montenegro und Ungarn im Einsatz. Bundesinnenministerin Nancy Faeser lehnt derzeit von Länderministern geforderte Kontrollen an der Grenze zu Polen und Tschechien ab. Heute hat sie ihren österreichischen Amtskollegen getroffen. Und genau mit ihm möchte ich jetzt auch sprechen. Zugeschaltet ist mir der österreichische Innenminister Gerhard Karner. Herr Karner, ich grüße Sie ganz herzlich. Da sehen wir ihn. Guten Tag. Grüß Gott. Wir haben eben die Zahlen gehört. Die Zahlen der illegalen Migration in Deutschland gehen zurück. In Deutschland dagegen explodieren sie geradezu. Was macht denn Österreich besser als Deutschland? Wir haben im letzten Jahr in Österreich über 110.000 Asylanträge zu verzeichnen gehabt. Das ist, muss man sich vorstellen, wenn man sagt, Deutschland ist 10-mal größer, das würde bedeuten, dass in Deutschland im letzten Jahr über 1 Million Asylanträge hätten sein müssen. Das heißt, wir haben daher im Herbst begonnen, konsequente Maßnahmen zu setzen und sind ganz konsequent auf die Asylbremse gestiegen, indem wir eben Asylmissbrauch auch verhindern. Das ist ein Bündel an Maßnahmen, die wir bereits im letzten Herbst hier gesetzt haben. Das beginnt von den Grenzpunkt über Grenzraumkontrollen. Sie haben mir im Bericht auch darüber berichtet, dass auch etwa beispielsweise auf ungarischem Staatsgebiet österreichische Polizisten gemeinsam mit ungarischen Polizisten patrouillieren, vor allem im Kampf gegen die Schlepper oder Schleuser, wie hier sie bezeichnet werden. Das ist eine sehr brutale Form der organisierten Kriminalität und die bekämpfen wir eben mit aller Konsequenz und ganz konsequent. Sie haben gerade die Bundesinnenministerin Nancy Faeser getroffen, ich habe es schon gesagt. Haben Sie ihr denn die Frage gestellt, warum nicht auch Deutschland diese Maßnahmen ergreift? Denn sie wirken ja offensichtlich. Also wir haben uns sehr intensiv beraten, vor allem über die europäischen Themen, die auch notwendig sind. Weil letztendlich brauchen wir einen europäischen Schulterschluss bei vielen diesen Themen, bei vieler dieser Themen. Vor allem, wenn es darum geht, dass wir einen funktionierenden Außengrenzschutz auch letztendlich hier schaffen. Dass wir einen funktionierenden Außengrenzschutz auch schaffen. Und da ist am 8. Februar in diesem Jahr etwas gelungen, nämlich das, wo sich die Staats- und Regierungschefs getroffen haben, auch auf Druck des österreichischen Bundeskanzlers, dass hier alle einhellig der Meinung sind, ja, wir müssen den Außengrenzschutz funktionierend machen, ja, robuster machen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und hier suchen wir Allianzen und die haben wir sehr intensiv heute auch beraten. Und ich weiß hier, dass hier Deutschland auch Nancy Faeser hier entsprechend in dieser Richtung auch Druck machen wird, auch was das Thema Asylverfahren an den Außengrenzen betrifft. Schnelle, rasche Verfahren, damit diese Menschen, die keine Chance auf Asyl haben, auch rasch wieder zurückkehren müssen und nicht hier Plätze benötigen, die in Wahrheit wir für jene brauchen, die unsere Hilfe wirklich brauchen und nicht jene, die es missbrauchen wollen, das System. Ja, Sie sprechen diese Asylverfahren an den EU-Außengrenzen an. Mittlerweile plädiert ja auch Bundesinnenministerin Faeser genau dafür. Also diejenigen, die keine Aussicht auf Bleiberecht haben, müssen dann direkt die EU nach einer Prüfung wieder verlassen. Diese Prüfung soll aber einige Wochen dauern. Wie kann das funktionieren? Da sagen ja zum Beispiel Italien oder Griechenland, so lange bleiben die nicht bei uns. Also wir haben gesehen, wir haben ja in Österreich im letzten Jahr auch sehr viele Schnellverfahren durchgeführt. Wir hatten beispielsweise allein aus den Ländern Indien und Tunesien im letzten Jahr in Österreich 30.000 Asylanträge. Diese Verfahren wurden sehr rasch, zum Teil innerhalb von wenigen Tagen hier durchgeführt und auch negativ beschieden, weil Menschen aus diesen Ländern praktisch keine Chance auf Asyl haben. Und da haben wir gesehen, dass diese Menschen dann auch wieder sehr rasch zurückkehren bzw. weiterreisen. Das sind einfach Maßnahmen, die notwendig sind, ein klares Signal an jene geben sollen, die sich eben aus wirtschaftlichen Gründen auf den Weg machen, dass sie keine Chance haben, hier unter wirtschaftlichen Deckmantel Asyl in Europa zu bekommen. Das sind ganz wesentliche, entscheidende Signale, die wir als einzelne Länder, aber auch als insgesamt als Europäische Union setzen müssen. Auf die Asylbremse steigen, indem wir Missbrauch verhindern. Und das ist ganz wesentlich und entscheidend.
Sie sprechen schon die EU an. Am 8. Juni wollen die EU-Innenministerin einen neuen Anlauf für eine grundlegende Reform des europäischen Asylsystems unternehmen. Bislang konnte man sich nicht einigen. Es gibt keine gemeinsame Linie. Wie hoch sind denn Ihre Hoffnungen, dass es diesmal gelingen wird? Und wenn es nicht klappt, wie lange werden wir da noch offene Grenzen innerhalb der EU haben? Also zunächst einmal zur letzten Frage. Die offenen Grenzen derzeit, die gibt es ja nicht aktuell. Wir haben von Österreich Richtung Ungarn, von Österreich Richtung Slowenien Grenzkontrollen. Deutschland hat Richtung Österreich Grenzkontrollen. Frankreich hat Richtung anderer europäischer Länder Grenzkontrollen. Das heißt, diese offenen Grenzen gibt es aktuell nicht, weil das System eben derzeit nicht funktioniert, ja kaputt ist. Und da ist es notwendig, dass wir weitere Schritte setzen. Und das tun wir. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass alles am 8. Juni passiert. Wir haben auch zuletzt als Innenminister schon einige Entscheidungen getroffen, die wichtig waren. Wenn ich denke an Eurotag, an Screening, das sind eben diese Maßnahmen, wo Menschen an der Grenze eben Fingerprints genommen werden. Da hat es eine Einigung gegeben unter französischem Vorsitz. Und wir müssen weitere Schritte in diesem Paket setzen. Und ich denke, dass wir mit aller Vehemenz, auch mit aller Beständigkeit am 8. Juni weitere Dinge aus diesem Paket verhandeln müssen, damit wir einen Schritt weiterkommen. Man darf jetzt nicht diese Erwartung so hoch stellen, dass alles am 8. Juni erledigt wird. Einfach weitere Schritte setzen, Schritt für Schritt weitergehen auf diesem so schwierigen Weg. Wir haben schon ein Stück des Weges geschafft, aber wir wissen genau, dass die letzten Meter eines Weges oft die härtesten und schwierigsten sind. Aber wir nehmen uns auch diesen Weg vor. Herr Kahner, was in Deutschland ein Problem darstellt, das ist die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Das gelingt in der großen Mehrheit der Fälle nicht. Da gibt es verschiedene Gründe dafür, zum Beispiel, weil sich die Herkunftsländer nicht kooperativ zeigen oder weil hierzulande einfach Flüge ausfallen oder Flugterminals zugemacht werden. Wie funktioniert das bei Ihnen in Österreich? Also wir haben im letzten Jahr eine deutlich höhere Zahl. Ich habe fast 13.000 Menschen, die wir rückgeführt haben, abgeschoben haben, 60% freiwillig, 40% zwangsweise. Von ihnen, die zwangsweise abgeschoben wurden, waren 45% strafrechtlich auch verurteilt. Das heißt, es war notwendig, dass wir die wieder in ihre Herkunftsländer auch zurückbringen. Allein in diesem Jahr haben wir eine Steigerung von fast 20% bei den Rückführungen. Ganz konsequente Maßnahmen, die wir hier setzen, auch, und das ist ja auch hier gesagt, zum Teil mit Deutschland gemeinsam. Wir haben beispielsweise heuer mit Deutschland schon gemeinsam 5 Charterflüge organisiert, wo wir Menschen nach Nigeria beispielsweise zurückgebracht haben. Das sind auch wichtige Signale, dass Menschen, die keine Chance auf Asyl haben oder kein Asylrecht haben, auch in ihre Heimat zurückkehren müssen. Auch da müssen wir verstärkt Anstrengungen unternehmen, dass das passiert. In Österreich ist das im letzten Jahr gut gelungen und auf diesem Weg werden wir auch weiter konsequent fortsetzen. Dann zum Schluss die Frage an Sie. Wir haben gerade gehört, was alles gut in Österreich läuft. Was fordern Sie von Deutschland? Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden. Nochmal die Frage an Sie. Wir haben gerade gehört, was in Österreich alles gut läuft, in Deutschland eher weniger gut. Was fordern Sie von Deutschland, auch wenn wir den gesamten Blick auf die EU nehmen? Ich habe es gesagt, wir haben heute wichtige Themen besprochen, nämlich das Thema Unterstützung im Bereich der Verfahren an den Außengrenzen, an insgesamt jene Länder zu stärken, die einen funktionierenden Außengrenzschutz brauchen. Das sind die Mittelmeerländer, das sind auch andere Länder wie Bulgarien oder Rumänien. Da brauchen wir Unterstützung, auch von den großen Ländern, auch von den Ländern wie Deutschland. Und ich habe hier heute sehr gute Signale bekommen, dass das auch passiert. Ja, weil wir alle gemeinsam ein Interesse daran haben, dass wir weiter den Asylmissbrauch verhindern, auf die Asylbremse steigen, damit unsere Systeme und damit die Bevölkerung nicht überlastet wird. Gerhard Kahner, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.